Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, es ist schon 2020, aber ich werde jetzt meine Lieblingsprodukte aus dem Jahre 2019 vorstellen. Also alle Produkte, die ich das Jahr über regelmäßig benutzt habe, sehr gefeiert habe. Und ich hoffe, ich kann euch hier ein paar schöne Produkte, die ihr auch lieben werdet, zeigen. Als allererstes ein Pinsel, den ich schon noch länger benutze als ihr, weil ich ihn natürlich testen musste. Und zwar ist das dieser Pinsel hier aus meinem relativ neuen Pinsel-Trio. Und dieser Pinsel hier war gerade auch im Sommer für mich so perfekt, weil man damit so schön Bronzer zum Beispiel auftragen konnte, ohne dass es fleckig wird, eben weil er so fluffig und so groß ist. Puder übers gesamte Gesicht auftragen, um abzumattieren. Oder auch großflächig ein bisschen Bronzer oder Contour-Powder auftragen. Dafür war der einfach oder ist der einfach perfekt. Wenn ihr den neu kauft, ist der noch eher so ein bisschen so, aber der fächert sich über die Zeit noch ein bisschen schöner auf. Wenn ihr den aber wascht, dann könnt ihr ihn wieder so ein bisschen schmaler machen. Wie, je nachdem, wie ihr halt Bock drauf habt. Aber dieser Pinsel ist wirklich in meinem ständigen Gebrauch. Fast täglich nutze ich ihn und ich liebe ihn einfach. Dann einen Highlighter, den ich das komplette Jahr über benutzt habe. Ich bin aktuell ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Anti-Highlighter, aber ich benutze es wirklich recht selten. Ich benutze es, wenn, dann halt gerne auf der Nase. Aber wenn ich ihn benutzt habe, dann fand ich diesen hier wirklich mit am allerbesten. Und zwar ist das von MAC die Farbe Hush und das ist ein Cream-Highlighter. So sieht der aus. Versuche mal ihn euch zu swatchen. Also der hat halt diesen Pearl-Wet-Look. Und ich trage den am allerliebsten mit einem ganz leichten feuchten Beauty Blender auf, dann habt ihr wirklich das allerschönste Ergebnis, weil gerade wenn man auch nicht so gerne Highlighter benutzt, ich weiß, da gibt es auch viele Mädels da draußen und viele Jungs, die das nicht so gerne mögen oder das nicht so bam in your face haben wollen, ich gehöre dazu. Also ich mochte nie diese krassen Highlighterstreifen und das hier verschmilzt so schön mit der Haut, gerade weil es ein Cream Highlighter ist, dass man das fast gar nicht, also schon als Highlighter erkennbar ist, aber es sieht einfach eher glowy aus und das finde ich halt so super, super schön. Kann man zum Beispiel auch auf die Lippen auftragen und danach so einen klaren Gloss drüber, sieht auch unfassbar geil aus. Und wenn wir gerade schon bei Cream-Produkten sind, habe ich auch dieses Jahr extrem für mich entdeckt, Cream-Blushes aufzutragen, beziehungsweise flüssige. Und da habe ich einmal den Benetint. Und ihr seht, ich habe ihn wirklich sehr, sehr gut gebraucht. Man braucht davon auch nicht viel und trotzdem so viel weg. Ich habe hier diese Mini-Größe. Ich glaube, die gibt es auch noch in größer. Finde ich aber, ist für den Anfang überhaupt nicht notwendig. Der hat hier so einen kleinen Pinselapplikator. Auch richtig schön für auf die Lippen. Und das Coole finde ich hier dran, dadurch, dass er so trocken ist, habt ihr, also was heißt trocken? Ich meine jetzt nicht, dass das da eure Lippen austrocknet oder so, aber es ist halt wie, als hätte man nichts drauf. Und das ist ja oft bei Cremeprodukten natürlich nicht der Fall, dass sie komplett wegtrocknen. Und dann hat man oft das Gefühl, dass das Gesicht so matschig klebrig ist und das mag ich gar nicht gerne. Und ebenfalls ein Produkt, was nicht, also doch, das trocknet schon gut weg. Das kann man auch noch ein bisschen abpudern, aber es ist nicht so komplett trocken am Ende wie der Benetint, ist von Lancôme der Cushion Blush. Und der sieht so aus, ist super einfach aufzutragen, weil man halt einfach sofort mit dem Pinsel reingehen kann. Deshalb liebe ich ja sowieso Cushion-Produkte. Ich finde, die sind so easy in der Anwendung, dass es wirklich richtig, richtig Spaß macht. Und ich zeige euch mal, wie die Deckkraft ist. Also ich gehe jetzt hier wirklich rein. Und trotzdem ist es nur so ganz leicht erkennbar. Und deshalb feiere ich dieses Produkt auch so. Ich habe hier die Farbe Splash Coral. Ein Lippenstift, den, glaube ich, viele von euch das Jahr über gesehen haben. Bei einigen Influencern oder Make-up-Artists oder whatever. Und zwar ist das Pillow Talk von Charlotte Tilbury. Leute, das ist wirklich ein, also die Farbe ist perfekt, denn sie passt wirklich zu jedem. Also ich glaube, das ist ein Nude, was jedem steht, wenn einem so eine Farbe gefällt. Ist ein absolutes, klassisches Rosé, altrosa Nude. Hat einen unfassbar guten Geruch. Es riecht richtig schön pudrig. Das ist mein Lieblingsgeruch bei Lippenstiften, Lipglossen oder sowieso allen Produkten eigentlich. Also ich liebe diesen ganz leichten, zarten, vanilligen Geruch, der mit so ein bisschen cremig riecht einfach.
und ist tatsächlich auch immer noch einer meiner liebsten Lippenstifte geworden, die, wo ich weiß, okay, wenn ich mal Bock habe auf ein bisschen mehr, also das ist für mich ja tatsächlich schon ein bisschen mehr. Ich mag ja die meiste Zeit eher Gloss benutzen, die so hell sind, durchsichtig, vielleicht mit ein bisschen Glitzer. Und wenn ich mal Bock auf ein bisschen mehr habe auf den Lippen, dann ist der wirklich mein Favorit gewesen letztes Jahr. Ein Produkt, was ich ebenfalls auch heute trage, ohne Concealer. Ein Produkt, was ich auch ebenfalls heute trage, da ich ja nicht mehr so viel Foundation benutze, bis auf eine, die ich euch aber auch gleich zeige. Und zwar dieses Puder hier von Bare Minerals. Ich habe es im Sommer, glaube ich, erst richtig für mich entdeckt. Ich habe es schon so lange zu Hause liegen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, es zu testen. Leider noch nicht vorher, weil diese Bare Minerals Original Foundation, das ist ein Puder, kommt mit so einem Pinsel hier. Ich weiß nicht, ob der dabei ist. Ich glaube, er ist nicht dabei. Ich glaube, man muss ihn dazu kaufen. Genau, man geht dann da rein, dann in den Deckel vermischt es und das hat so ein wunderschönes Finish, weil das sieht jetzt zwar hier aus, als würde es glänzen, aber es ist trocken. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat hier zum Beispiel auch, man sieht, es ist richtig schön glowy, ohne speckig zu sein, ohne fettig auszusehen. Richtig, richtig geiles Produkt. Ich empfehle allerdings den Mädels, die jetzt zum Beispiel eine relativ grobe Hautstruktur haben oder vielleicht, oder wenn ich zum Beispiel Phasen habe, wo meine Haut nicht so gut ist und ich auch Unterlagerungen habe und die Haut nicht glatt ist. Ich habe sowieso nie eine ganz glatte Haut, aber wenn es mal mehr schlimm ist, dann gibt es hiervon auch die Original Foundation in Matt. Ich benutze übrigens die Farbe Medium Beige 12, die passt für mich am allerbesten. Und also wirklich ein richtig, richtig, richtig gutes Produkt. Dann kommen wir zur Foundation. Diese Foundation ist wirklich, ich glaube, unter die Top 3 gerutscht meiner Lieblingsfoundations. Und zwar die Synco Skin von Shiseido. Ein unglaublich geiles Produkt. Super flüssig, sehr schön deckend, null irgendwie unnatürlich. Mega schöner Tragekomfort, hält bombenfest. Habe ich auch Silvester getragen und wow, Leute, in dem Laden war es aber mal richtig stickig und heiß. Und die haben auch nicht unbedingt ins Glas gespuckt und Leute, die Foundation, ich sah am Ende des Tages, Tagesabends, immer noch gut aus, glaube ich zumindest. Ich hatte ja auch diese wunderschöne Kampagne mit Shiseido und dadurch bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden auf die Foundation, habe sie dann getestet ein paar Wochen und ja, habe dann die Foundation-Kampagne umgesetzt mit Shiseido. Richtig toll war es, total cool. Irgendwo unten auf meinem Feed, wenn ihr mal runterscrollt bei Instagram, seht ihr auch das Werbevideo dazu, was sehr, 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 sehr schön geworden ist. Meine Lieblingsfarbe hier ist die Farbe Bamboo 330. Passt sich für mich perfekt an. Und wenn ich mal wirklich keine Lust auf Foundation habe, dann, Leute, natürlich, ihr habt drauf gewartet, ich frühstücke das hier mal. Mann, ich habe hier die ganze Zeit so eine Wimper. Ich frühstücke das hier mal ganz schnell ab. Leute, ich muss euch hierzu nicht mehr viel sagen. Was haben wir bitte angestellt mit Origins letztes Jahr? Auf Wiedersehen, Mann. Die kamen ja mal gar nicht mehr hinterher. Ich glaube, die waren geschockter als wir alle zusammen. Es war ja nur ausverkauft, die ganze Zeit. Also wir haben wirklich Tausende, viele, viele, viele Tausende von diesen Origins-Dingern hier über die Ladentheke gehen lassen. Es war wirklich Österreich, Schweiz und Deutschland, es war überall ausverkauft. Also, das war mal eine ganz andere Nummer. Ich bin immer noch geflasht davon. Jeder wollte es haben und ich habe bis jetzt auch noch kein negatives Feedback gehört oder so. Also, die war einfach, die ist toll, die ist mega, benutze ich auch immer noch regelmäßig. Ich glaube, das ist jetzt auch die zweite, das ist jetzt die dritte, die ich benutze und die ist auch nur noch bis hierhin voll. Also, extrem geiles Produkt. Schaut auf meinem YouTube-Channel hier mal vorbei. Da habe ich auch, ich glaube, mehrere Tutorials, wo ich sie auch anwende, wo ich euch das genau zeige, auch im natürlichen Licht. Sehr, 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 sehr geil. Mit aus der Reihe ebenfalls möchte ich nicht vergessen die Augencreme dazu. Das ist eine Augencreme, die so leicht aufhellend wirkt. Und ich brauchte im Sommer dazu zum Beispiel dann keinen Concealer. Ich habe jetzt nicht so super dunkle Augenschatten, aber dadurch, dass meine Haut sehr dünn ist, sieht man das natürlich schon. Und die war sehr, sehr gut, wenn ich die benutzt habe. Die hat aufgehellt und die hat so einen ganz leichten Perlmutterschimmer. Das ist halt so reflektiert, sieht richtig schön aus. Und wenn ich darüber dann den Tinted Moisturizer hier benutzt habe, dann hat das für mich völlig ausgereicht. Reicht auch immer noch aus und passt sich sehr, 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 sehr gut dem Hautton an. Ich weiß nicht, wie es mit Dunkelhäutigen ist. Ich glaube, dass das ein
Das wird wahrscheinlich zu hell sein, aber auch wo ich zum Beispiel jetzt im Sommer recht dunkel war, hat es für mich perfekt gepasst. Also es hat sich sehr, sehr gut angepasst. Jetzt bin ich heller und es passt immer noch. Dann geht es weiter mit einer Palette. Lidschattenpalette habe ich tatsächlich kein mega Favorite gehabt. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibe ich es in die Infobox, okay? Also schaut da auf jeden Fall rein. Da mache ich eine kleine Unterkategorie mit Produkte, die ich im Video vergessen habe, okay? Ich will nicht immer meine Produkte hier so anpreisen, aber natürlich sind meine Paletten immer meine Favorites. Also es sind die, die ich immer am meisten benutze, weil sie natürlich ganz genau meinem Geschmack entsprechen, weil ich sie ja ausgewählt habe. Ich habe die Formulierung bestimmt und gesagt, ich möchte das so und so und so. Und deshalb ist es ja genau, bediene ich ja damit genau meinen Geschmack. Deshalb sind das natürlich meine Favorites. Also in der Infobox sind auch meine Produkte verlinkt. Schaut sie euch an, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Beste. Aber eine Palette, und zwar diese hier, das ist die Contour-Palette von Dior. Dior Backstage, da ist Highlighter drin. Dann ein, habe ich zum Beispiel, das hier habe ich zum Beispiel heute für die Augen benutzt. Das ist ein hellerer Braunton, der so leicht schimmert. Hier ist genau der Highlighter, Contour-Powder und noch Bronzer, was ein bisschen dunkler ist, was ich aber nie als Bronzer tatsächlich genutzt habe, sondern immer nur als Lidschatten. Also das ist für mich gleichzeitig eine Lidschattenpalette, weil ich, ihr wisst ja, ich benutze am liebsten so neutrale Farben auf dem Auge und das ist für mich gleichzeitig eine gute Lidschattenpalette gewesen, die sehr, sehr, sehr natürlich ist. Diese Farbe hier habe ich heute zum Konturieren genutzt und ihr seht, es ist sehr, sehr schön natürlich. Als nächstes Pflege und zwar zum Abschminken, auch Mitte, Ende letzten Jahres wieder neu für mich entdeckt. Ich hatte das mal eine Zeit lang benutzt. Und dann irgendwie nicht mehr, ich weiß aber nicht warum. Und zwar von Clinique, auch schon das zweite Döschen hier und hält wirklich sehr, sehr gut und ich benutze es auch nicht immer. Das ist das Take the Day Off Abschminkbalm, ja. Das ist perfekt, wenn man zum Beispiel wie ich heute mehr Make-up drauf habe. Also ich habe Puder drauf, ich habe Contour drauf, ich habe Rouge drauf. Also etwas, was ich jetzt nicht nur mit einem Abschminkgel oder so abmachen würde. Das ist mir dann zu wenig. Also ich mag dieses Saubergefühl. Und dann benutze ich erst das kommt aufs trockene Gesicht, also ich gehe rein, gehe dann über mein Gesicht und dadurch, dass es halt so ein Ölbalm ist, was aber tatsächlich nicht fettig ist, was ich nämlich gar nicht mag, ganz oft bei solchen Ölcleansern, wenn man danach mit dem Wasser drüber geht, dann löst es sich nicht ab. Und danach benutze ich dann halt noch einen Abschminkbalm-Cleanser-Milch meiner Wahl. Schaum, whatever. Da benutze ich übrigens gerade ganz gerne von Paula's Choice Redness Relief, also aus der Calm-Serie, Redness Relief oder so heißt sie. Das ist so eine Abschminkmilch, die ist sehr, sehr gut. Und dazu, zu dieser Milch, benutze ich immer den Foreo. Weil ich habe diese Milch nämlich vorher schon ausprobiert und zwar nur mit den Händen und das hat halt gar nicht geschäumt. Und mein Schminke ist auch gar nicht abgegangen, also es hat gar nicht funktioniert. Aber hiermit schäumt es tatsächlich und es geht so gut ab und deshalb ist die Foreo auch ein Produkt, Lieblingsprodukt von mir. Auch aktuell noch benutze ich jeden Tag, also jeden Abend benutze ich das. Ich habe hier die Foreo, oh Gott, wie hieß sie denn noch ins? Luna 3, ja. Da gibt es auch noch kleinere von, die hat auch Bluetooth-Funktion und so. Finde ich, ist jetzt nicht unbedingt nötig, es sei denn, man möchte sich sehr, sehr gerne damit beschäftigen, weil man kann halt mit dem Handy dann auch verschiedene Funktionen einstellen und sehen, wo man reinigen muss und so. Das gibt es ja auch mit Zahnbürsten. Manche stehen da total drauf. Ich drücke hier einfach zweimal drauf, mache das und dann geht es von alleine wieder aus. Und dadurch, dass es hier so Gummi hat und nicht Borsten, ist es auch noch hygienischer. Weil ihr könnt es einfach richtig schön sauber machen und da befinden sich dann nicht immer so viele Bakterien drauf. Und ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang hier so Mitesser oder Unterlagerungen, wo ich immer dachte, das kann doch gar nicht sein. Ich schminke mich jeden Abend ab, ich gehe niemals geschminkt ins Bett. Wie kann das sein? Und seit ich das hier benutze, ist es tatsächlich wirklich besser geworden, ohne Scheiß. Also toll, 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 hoffentlich bleibt das so. Also richtig, richtig, richtig gut. Ich mag die Folie so gerne, deshalb habe ich auch schon mehrere Kooperationen mit dieser Marke gemacht. Ich hoffe, dass das dieses Jahr weitergeht und ich euch weiterhin Rabattcodes geben kann. Jetzt habe ich leider gerade keinen für euch, weil dieses ganze Video hier ist auch nicht gesponsert. Mich hat niemand hier für irgendwas bezahlt, dass ich das sage. Mich bezahlt sowieso niemand dafür, dass ich das sage, sondern ich entscheide mich dafür, das zu sagen, um das nochmal kurz klarzustellen. So, und weiterhin mit Pflegeprodukten, was ich ja auch super gerne benutze, ist La Roche-Posay, das wisst ihr. Jetzt komme ich hier immer mit den Kooperationen um die Ecke, aber
Daran seht ihr nochmal, dass ich euch wirklich nur Sachen zeige, die ich auch benutze. Ich hatte eine Kooperation, ich glaube, das ist aber schon länger her, ich glaube 2 Jahre sogar schon. Und zwar hatte ich mit La Roche-Posay die Kooperation zu der Tolarian-Serie. Sehr, sehr geil für Mädels und Jungs mit einer extrem empfindlichen Haut. Da ist Thermalwasser drin und da sind super wenig Inhaltsstoffe. Also die haben sich wirklich nur auf die beschränkt, die wichtig sind. Und nicht noch 1000 andere. Deshalb mag ich La Roche-Posay ja sowieso, weil die auch ohne Duftstoffe sind. Die sind nicht komedogen. Und was ich aktuell auch sehr gerne benutze, weil ich hatte jetzt nach dem Sommer schon ziemlich Pigmentstörungen, obwohl ich immer Lichtschutzfaktor benutze. Aber meine Haut ist halt nun mal nicht die beste. Und genau, ich hatte auch ein paar Pickelmale und wenn man dann in die Sonne geht, verstärkt sich das natürlich erstmal. Und dieses Produkt hier, Everclear Duo Plus, das ist eine Pflege gegen Unreinheiten, aber auch gegen Pigmentflecken oder Pickelmale. Also die ist sehr, sehr gut. Die benutze ich abends und die hier benutze ich morgens. Welche Marke ich auch auf gar keinen Fall außer Acht lassen möchte, ist The Ordinary. Die benutze ich aktuell auch regelmäßig. Ich benutze jeden Tag dieses hier. Ich schreibe euch das alles in die Infobox. Das ist so ein Anti-Blemish mit Zink zum Beispiel. Und genau, das benutze ich unter meiner Pflege dann, also unter dem Everclear. Und was ich manchmal auch benutze, wenn ich das Gefühl habe, meine Haut braucht mehr. Also das hier ist zum Beispiel auch sehr, sehr leicht, das Tolarian Fluid. Und manchmal brauche ich halt ein bisschen mehr Pflege, wenn die Haut trocken ist. Und da benutze ich das Rosehip Seed Oil, ebenfalls von The Ordinary. Nur kann ich zum Beispiel das nicht tagsüber benutzen, wenn ich mich jetzt schminken möchte. Weil das ist halt ein Öl, ne? Der Fugzeit, der hält nicht so gut bei mir. Also dafür ist meine Haut auch teilweise dann zu mischhautmäßig oder fettet nach. Und das kann ich dann nicht benutzen. Deshalb benutze ich es dann abends oder wenn ich halt mich nicht vorhabe, mich zu schminken, dann kann ich das trotzdem drauf machen. Zum Beispiel an einem Sonntag, dann mache ich das drauf, dann massiere ich das schön ein. Zum Beispiel mit so kalten Kügelchen oder so. Das gibt ja auch so Face Roller und damit kann man das dann sehr, sehr schön einarbeiten. Dann eine Körperpflege, von der ich mittlerweile auch einige schon aufgebraucht habe. Und zwar ist das die Creme de Corps von Kiehl's. Super geil, hat so einen schönen Glow, obwohl es ist schon reichhaltig. Also es ist jetzt nicht, dass ihr es drauf macht und es zieht ein wie ein Fluid oder so. Es ist schon reichhaltig, aber es ist nicht unangenehm. Ich mag das ja nicht, wenn die Beine so kleben. Aber das hat so einen richtig schönen glatten Glow. Also die liebe ich. Die ist richtig cool. Wie ihr seht, schon wieder fast aufgebraucht. Ich glaube, Creme Nummer 3. Jetzt schaue ich hier mal in mein schlaues Büchlein. Ah ja, natürlich. Ich habe noch einiges vergessen. Mein Brow Gel. Ihr habt es bei mir jetzt in fast allen Videos gesehen. Insta-Videos oder whatever. Und zwar ist das von Lime Crime Bushy Brow. Ich habe hier Baby Brown und Dirty Blonde, glaube ich, benutze ich immer. Das ist wie eine Pomade. Also es ist kein richtiges Gel, sondern es ist, boah, Leute, Alter, dieser Selbstbräuner hat es aber richtig schlecht getan über Nacht. Mega geil. Habe ich auch heute wieder drauf. Super natürlich. Sieht sehr, sehr schön aus. Ist so hart, aber nicht unangenehm. Und vor allem oft habe ich das Problem bei Clear Brow Gel, dass das so weißlich wird. Und wenn man dann drankommt, dass sich das wie so abschuppt und dann sieht man aus, als hätte man schuppige Augenbrauen. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Nicht schön. Dann habe ich hier noch Ole Henriksen. Super geil. Banana Bright Face Primer. Einer der besten Primer, die ich jemals benutzt habe, von der Haltbarkeit und noch vom Tragekomfort. Der ist so angenehm, der fettet 0% nach, also bei mir zumindest nicht. Das Make-up verrutscht nicht da drauf, es hält trotzdem gut und es hat, wenn ihr no Make-up, sorry, ich muss hier die ganze Zeit auf mein Handy gucken, wenn es vibriert. Ich warte die ganze Zeit auf eine Rückmeldung bezüglich einer Kooperation und die kommt einfach nicht. Nun ja. Lieblich, kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal einen No-Make-Up-Day habt dann und aber trotzdem euch ein bisschen fresher fühlen wollt, könnt ihr das hier benutzen. Es hat so ganz leichten Glow, aber nicht speckig. Und das ist das, was ich liebe. Auf meiner Liste hier steht auch selbstverständlich der Dyson Airwrap. Leute, klar, Dyson Airwrap. Also benutze ihn mal mehr, mal weniger, aber zum Beispiel aktuell benutze ich ihn fast jeden Tag. Dieses Produkt ist so scheiße teuer, dass es mich nervt.
dass es nicht jeder die Möglichkeit hat, den zu kaufen, wie so ein 30-Euro-Lockenstab. Aber leider ist es ja wie so oft im Leben. Aber Mädels, die wirklich viel mit ihren Haaren machen und super viel Wert darauf legen und gerne den Look einer Föhnfrisur tragen, den kann ich das absolut nur empfehlen. Der ist so gut. Zum Beispiel jetzt habe ich meine Haare geglättet, heißt also, die haben gar kein Volumen. Wenn ich aber den Airwrap benutze und diesen Glättungsaufsatz drauf mache, dann habe ich halt Volumen und glatt. Und kann die halt noch so ein bisschen, macht die dann immer noch so ein bisschen nach innen. Und dann sieht das halt aus, als hätte man mir die glatt geföhnt. Es sieht aus wie frisch vom Friseur oder halt mit den Locken aufsetzen, dass es aussieht, als hätte man über Rundbürste geföhnt. Und das finde ich halt so wunderschön. Und man kann halt die Locken im trockenen Zustand machen. Also ich könnte jetzt hier auch trotzdem Locken mitmachen. Die würden dann nicht so gut halten, wie wenn ich das mache, wenn meine Haare trocken sind. Weil das ist ja ein Föhn. Also der föhnt die Locken ja trocken. Und wenn ihr da noch diesen Cold Shot mit benutzt am Ende, dann sollte das eigentlich bombenfest halten. Manchmal schreiben mir Mädels, dass das bei ihnen nicht so gut hält. Den kann ich nur empfehlen. Kauft euch ein anderes Shampoo und zwar über lange Zeit. Ein Tiefenreinigungsshampoo, also wirklich eins ohne Silikone. Also von mir aus ein Apothekenshampoo. Weil diese Silikone legen sich um die Haare, machen die Haare schwer und es fällt ganz, 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 ganz schwer, Haare zu färben, weil die Farbe da drauf nicht hält. Oder halt Locken zu machen, die haben keinen Stand mehr, weil die halt so voll sind, wenn man sich das unter dem Mikroskop anguckt. Die sind voller Silikone, also sind wie eine Schicht dort drauf. Und keine Spülung benutzen. Beziehungsweise wenn ihr eine Spülung benutzt, wirklich minimal, ganz kurz drüber, so mache ich das auch. Und dann schnell auswaschen, also nicht einwirken lassen oder so. Und was ich auch hier drauf habe, was ich aber nicht gefunden habe jetzt gerade, ich glaube, das ist in irgendwelchen, ich muss aber eben neues kaufen, in welchen Tiefen meiner Tasche. Und zwar habe ich euch doch damals das Nippelbalm vorgestellt, ne? Ich glaube, das war auch echt ein geiler Hype letztes Jahr von mir, dass ich euch Nippelbalm empfohlen habe. Nippelbalm als Glossmann. Bestes Produkt. Also, ich verlinke euch das in der Infobox. Ich hatte das von Dr. Lip. Das könnt ihr zum Beispiel bei Amazon kaufen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, das in der Apotheke kaufen. Also einfach in die Apotheke gehen und Nippelbalm kaufen. So, das kommt nämlich hier auch direkt wieder in meinen Einkaufskorb. Nippelbalm, also beziehungsweise das, was ich immer bestelle von Dr. Lip, ist zu 100% aus Lanolin. Und dieses Fett ist halt, das hört sich immer so eklig an, ziemlich dickflüssig und deshalb hält es auch so gut. Das wird super, super oft bei Models, bei Shootings und so benutzt, weil es halt ein Gloss ist, der lange hält. Es ist 100% natürlich, sieht super geil aus und genau, kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt das ja erstmal ausprobieren aus der Apotheke, weil ich glaube, Dr. Lip kostet 11 Euro oder so, aber ich finde es am besten. Also ich habe auch schon andere ausprobiert und dieses Produkt ist einfach wirklich am besten. Jetzt ist auch 1000 Awards schon gewonnen und so. So Leute, ich glaube, das reicht dann auch jetzt, gell? Das waren meine Favorite Products aus dem Jahr 2019. Wie gesagt, falls ich irgendwas vergessen habe, steht das hier unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und jetzt sage ich bis zu meinem nächsten Video und bis dann. Tschüss.